Die Cold Card Q ist heute eines der besten Hardware-Geräte auf dem Markt, wenn es darum geht, Ihre Bitcoin zu sichern. Wir richten uns heute also von Grund auf, wie Sie es mit dem Mobilgerät und Ihrem Desktop-Computer verwenden. Ich werde es mit der sogenannten QR-Methode machen. Ich bin, also das ist, es geht, das ist der BTC Sessions, ja. Es ist eine tägliche Sitzung und wir gehen jetzt mal auf die Bedingungen mal ein. So, beginnen wir also mit dem Gespräch über die Voraussetzungen. Das, was ich voraussetze, was müssen Sie wissen, um erfolgreich durch dieses Tutorial navigieren zu können? Lassen Sie uns das zunächst mal erläutern, was Sie physisch benötigen. Sie benötigen natürlich Ihre Cold Card, die Cold Card Q. Sie benötigen drei AAA-Batterien und schließlich benötigen Sie eine SD-Karte oder besser gesagt eine Micro-SD-Karte. Diese SD-Karte sollte nicht größer als 60 bis 64 Gigabyte sein. Wenn das Gerät größer, also wenn das größer ist, dann kann es bei diesen Geräten knifflig werden. Wenn Sie auf diese Weise tun möchten, benötigen Sie außerdem eine App auf Ihrem Telefon oder eine App auf Ihrem Computer, wenn Sie das tun möchten, oder beides, wenn Sie beides ausprobieren möchten. Aber was sind diese Apps? Schauen wir uns das mal jetzt ein bisschen genauer an. So, also hier haben wir mal Nunchuck. Sie brauchen ein Android und dann auf dem Desktop benötigen Sie Sparrow Wallet. Diese finden Sie unter sparrowwallet.com. Sobald Sie auf diese Seite angekommen sind, gibt es oben rechts einen Download-Button, also links blau und so weiter, eher in blau zu finden. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie Optionen angezeigt, je nachdem, welches Betriebssystem, Computertyp Sie verwenden. Sie können es einfach herunterladen und installieren. Abgesehen davon müssen Sie sich gut auskennen, wenn Sie über die grundlegende Erklärung hinausgehen möchten, also über diese Softwareteile oder Apps, können Sie in den Shownotizen unten nachsehen. Ich habe eine, also BTC Session hat eine ausführliche Berichterstattung über Nunchuck und Sparrow Wallet gemacht, sodass Sie diese Tutorials ansehen können, wenn Sie möchten, oder Sie können das nach diesen Tutorials tun, ausführlicher. Also ich denke, dass Sie ziemlich genau sicher sind, dass Sie einen Ort brauchen, an dem Sie Bitcoin erhalten, am besten non-KYC, also werden Sie das von der Börse wahrscheinlich, sorry, KYC, am Anfang dieses Videos oder am anderen Ort, an dem Sie zufällig Bitcoin erhalten, um es dann auf Ihre langfristigen Ersparnisse also einzuzahlen, dann wird alles andere, was ich in diesem Video erwähnt habe, möglicherweise nicht erwähnt habe, natürlich auch weiter in den Shownotizen enthalten und schließlich sehen Sie sich möglicherweise dieses Video an, das von einer früheren Cold Card stammt, also MK4 zum Beispiel, ne? Also einer älteren Version des Geräts. Und Sie sind vielleicht neugierig, ob dies ein lohnendes Upgrade ist. Es lohnt sich, es sich anzusehen. Ich werde darauf im eigenen abschließenden Gedanken dieses Videos erfahren. Werden Sie erfahren, was ich von dem Gerät gehalten habe und was ich von den Upgrades halte. Also außerdem bin Sie in meinen anderen Cold Card Q-Videos in den Shownotizen unten, da wir nur eine Methode verwenden, die Sie nutzen können. Bei diesem Gerät gibt es viele Methoden, bei denen wir die Airgap-Methode, also mit dem kleinen QR-Scanner oben verwenden. Also es gibt ein paar Begriffe, die ich hier definieren möchte, damit diejenigen, die relativ neu bei Bitcoin sind, sie verstehen, sobald ich anfange, also werfen Sie das, sonst werfen Sie es weg. Also dabei handelt es sich um Hot Wallet und Cold Wallet, Airgap Wallets. Bei einem Hot Wallet handelt es sich also um Ihr Konto, bei dem Sie sich also die Schlüssel zu Ihrem Geld direkt auf einem mit einem Internet verbundenen Gerät, wie mit einem Telefon oder Computer befindet, das also angeschlossen ist, bedeutet, Sie es nicht benötigen, kein spezielles Gerät wie das Q, also wie die Cold Card Q, jetzt Ihr Geld ausgeben zu können. Wenn es um Hot Wallet geht, Sie sind nur so sicher wie das Gerät selbst, auf dem Sie sich befindet. Wenn Ihr Telefon also gehackt oder gestohlen wird oder jemand anders darauf zugreift, ist das gleiche der Fall mit dem Computer, verfügen Sie über alle Anmeldeinformationen, die Sie benötigen, um Ihr Geld auszugeben und es in Ihre eigene Obhut zu überweisen. Das heißt also nicht, dass Sie jetzt noch niemals eine Hot Wallet haben sollten, aber Sie sollten es wie eine Geldbörse mit einem Betrag behandeln, den Sie also immer benötigen. Seien Sie jetzt bequem wie Bargeld in Ihrer Tasche zum Beispiel, ja, wenn es um Cold Card Wallet geht. Aber das bedeutet, dass sich diese Schlüssel zu Ihrem Geld in einem Gerät befindet, das völlig vom Internet getrennt ist, ja, beim Cold Card, ja, beim Hardware Wallet oder vielen anderen Hardware-Optionen, die es auf dem Markt gibt, auf dem heutigen Markt. Also unterscheiden sich die Geräte Art und Weise, wie Sie sie verwenden. Einige von Ihnen werden direkt an Ihren Computer angeschlossen, andere jedoch nicht und bleiben ausdrücklich von allem völlig getrennt. So, daher kommuniziert man mit dem Gerät auf eine Art und Weise, als durch Anschließen direkt
Also der Begriff Airgap, gibt es eine Lücke zwischen diesem Gerät und meinem Telefon oder diesem Gerät und meinem Computer. Was ist nun der Vorteil? Eine Airgap Cold Card Wallet oder eine sie anschließend möchte sagen, dass dies einige geringfügige Sicherheitsverbesserungen mit sich bringt. Und das liegt daran, also liegt in erster Linie daran, dass wenn Sie ein Gerät an Ihrem Computer anschließen, egal mit welcher Software Sie es zu tun haben, das Gerät zur Genehmigung eine Transaktion aufzufordern, das Gerät nur eine geringe Kontrolle über das Gerät hat. Was bedeutet das? Ein anderes, dass es an eine senden kann, signalisieren über das Kabel, an das es angeschlossen ist, und fordern Sie das Gerät auf zu handeln, ohne dass Sie ihm manuell Befehle dazu geben müssen. So, bei einem Gerät mit AirGap werden wir sehen, wie wir beginnen werden, die Warteschlange quasi zu nutzen, damit dieses Gerät etwas tut und beginnt, also führen Sie eine Transaktion durch oder beginnen Sie mit dem ungefähren Vorgang, bei dem ich dem Gerät manuell also sagen muss, hallo, hallo, wir sind dabei, eine Transaktion durchzuführen, passen Sie jetzt auf und beginnen Sie jetzt für mich zu arbeiten. Wenn Ihnen also die Idee, dass Ihr Computer dies zulässt, etwas unangenehm ist, oder Ihr Computer ein gewisses Maß an Kontrolle erlangt oder Ihr Gerät dazu auffordert, etwas zu tun, dann ist AirGap möglicherweise der richtige Weg für Sie. Es hilft auch, nicht direkt etwas anschließen zu müssen, sondern nur aus Bequemlichkeit, weil Sie einfach einen QR-Code hin und her scannen können. Ja, und Sie benötigen keine Kabel und all das. Sie können einfach Ihr Telefon und die Warteschlange, also haben Sie, und Sie können scannen und Sie können einfach Ihre Warteschlange und Computer haben und einfach hin und her scannen. Und Sie müssen keine Kabel mit sich herumtragen, um das in der Lage zu sein, Transaktionen zu genehmigen. Das sind also unsere unterschiedlichen Bedingungen. Hot Wallet Schlüssel befinden sich also auf einem mit dem Internet verbundenen Gerät. Cold Card Schlüssel befinden sich auf einem Gerät, das nie die direkt nie mehr als direkt mit dem Internet verbunden ist. AirGap Wallet wird nie an irgendetwas angeschlossen, das mit dem Internet verbunden ist. Da haben wir es also. So, lassen Sie uns also in das Gerät jetzt eintauchen, was vor uns liegt und wie es funktioniert. Gehen wir da ein bisschen vor. So, was ist das Initial-Setup? Schauen wir uns das mal genauer an. Also, ich habe bereits meine drei AAA-Batterien hier eingelegt. Es gibt nur einen kleinen Riegel auf der Rückseite, wo Sie das öffnen können. Bin mir sicher, dass Sie das selbst herausfinden können. Also, das Gerät selbst hat ein LCD-Bildschirm. Hier haben Sie Ihre Navigationstasten oben, unten, rechts, links, weiter von einer Seite zur anderen. Sie haben oben links einen Ein- und Ausknopf und dann haben Sie Ihr vollständiges Tastenfeld. Jetzt hast du eine Taste für eine Taschenlampe. Du hast hier Groß- und Kleinschreibung, dann eine Taste für Symbole, Rücktaste oder Löschen. Und eine Leertaste und an der Seite hast du tatsächlich zwei SD-Kartensteckplätze. Du kannst alles tun, was du immer auch. Eines, das sie auswählen, also du, sie. So, manchmal können sie etwas beides verwenden. Wir werden es hauptsächlich zum Aktualisieren der Firmware, also ja, der Betriebsware, die auf diesem Gerät befindet. So, ich werde irgendwelche Plugins benötigen, vielleicht einen USB-C-Anschluss an der Unterseite, sodass Sie ihn mit Strom versorgen können oder können direkt an Ihren Computer anschließen, um auf diese Weise zu verwenden. Sie verwenden ihn heute, wie ich gesagt, ein Video dazu ist unten aufgeführt und dann oben haben Sie Ihren QR-Scanner. Und das ist ein echter Laserscanner. Es ist nicht nur eine Kamera oben haben Sie auch Ihre Taschenlampe und ich denke, das ist so ziemlich alles, was Sie hier über dieses Gerät wissen müssen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Tüte hier. Natürlich war sie hier versiegelt in diese Tüte und Sie werden sie nicht gleich die Tüte also wegwerfen, sondern es gibt einen kleinen Zettel, da können Sie gegenüberstellen, vergleichen, die Nummer überprüfen, außerhalb der Tüte, die stimmt überein, ist sie manipulationssicher Sache. Also wir werden direkt einen Blick darauf werfen, das bestätigen der Nummer auf dem Gerät, wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird und dann sind dann die einzigen anderen Dinge hier in der Box hier ein paar Aufkleber, aber noch wichtiger ist Ihre Backup-Karte zumindest mal
also ohne, ja, ohne es einzustanzen, jetzt einmal Sicherung dessen, was wir sagen, der Schlüssel zu ihrem Geld, 12 oder 24, 24 Wörter, ja, geliefert. Also das müssen Sie sich immer aufschreiben. Wenn Sie ein sicheres im Stahl eben wünschen, dann eben einstanzen. Ja, also da gibt es auch eigene Produkte dafür. Und so, dass es niemand einfach in die Hand nehmen kann, verwenden kann. Sie benötigen auch einen speziellen PIN, um es einzuschalten und auf Ihr Geld zugreifen zu können. Aber das wird alles hier noch kommen und wir werden Details darüber auch erfahren. Und die SD-Karte hier, Micro-SD-Karte, die hier nebenbei bemerkt, wenn Sie das Gerät bestellen, weder die SD-Karte noch die Batterie im Lieferumfang enthalten ist. Sie müssen sich also diese selbst besorgen, sodass entweder die Micro-SD-Karte bei CoinKite bestellen können, also Industrial Grade, ja, denken Sie daran, dass es unter 64 Gigabyte wünschenswert ist und die Batterien keine Rolle spielen. Schreiben Sie sich einfach wo auch immer und so, und noch erwähnenswert, also wenn es um die SD-Karte hier geht, einen Weg suchen werden, dies zu schließen Sie es an und Ihren Computer an, okay, und dann so aktualisieren Sie die Software auf diesem Gerät. Von Zeit zu Zeit gibt es Updates, es ist gut, das Gerät auf dem neuesten Stand zu halten, wenn Sie können. Und wenn Sie, das ist hier bei der Ersteinrichtung hier so, das ist also so ziemlich das, was wir uns vorhaben. Lassen Sie uns dieses Gerät noch einrichten, also zunächst einmal aktualisieren, bevor wir überhaupt mit der Interaktion auf unserem Mobilgerät, unserem Computer beginnen. Also mein Gerät hier zum ersten Mal schalte ich hier ein. Also ich werde den Netzschalter oben links drücken, halten Sie ihn einfach eine Sekunde lang gedrückt. Sie können sehen, dass er also hochfährt hier. Dort sehen Sie dann mit also Verwendung dieses Produkts, bla bla, Verkaufsnutzungsbedingungen akzeptieren, lesen Sie das vollständige Dokument oder Callcard-Doc und so weiter durch, akzeptieren Sie, bestätigen Sie Bedingungen, fahren Sie fort, ich werde das jetzt tun. So wird Ihre neue Callcard. Q sollte jetzt versiegelt in eine Tüte mit der oben genannten Nummer ankommen, bla bla. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, das bestätigen, worüber ich gesprochen habe, eben vorhin, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät und die Verpackung wurden nicht manipuliert. Ja, die Nummer ist hier oben, 18202 hier in dem Fall, 1794663. Ihre wird anders als meine natürlich sein, Ihre wird anders sein, aber ich kann anhand des Zettels der Tüte nachsehen, überprüfen, dass das nicht dasselbe ist und so weiter. Ja, und oben also auf der Außenseite der Tüte. So, also können wir loslegen. Also, wenn es gut aussieht, kann ich mit den Pfeilen nach unten scrollen. Ich kann einfach die Eingabetaste drücken. Jetzt kann ich meinen PIN-Code auswählen, der die oberste Option ist. Es gibt auch erweiterte Tools und die Taschennummer, anfängliche Einrichtungsbildschirm. Also werde ich hier fortfahren. Ich werde meinen PIN-Code für das Gerät hier also in dem Fall 1, 2, 3 und dann wäre der zweite Teil 4, 5, 6. Ja. Beispielhaft im Vorgehen wird detailliert beschreiben, dass es aus zwei Teilen besteht, einem Präfix und einem Suffix, ja, also einem Anfang und einem Ende. Jeder Teil muss irgendwo zwischen 2 und 6 Ziffern sein, also könnte es in einem Beispiel, einem anderen Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann könnte der zweite Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Ja? Aber was auch immer, also was Sie auch immer wünschen, die Gesamtlänge kann bis zu 12 Ziffern lang sein insgesamt, wie ich gerade erwähnt habe. Der Präfixteil bestimmt die Anti-Angel, also Phishing-Wörter, die Sie jedes Mal, Anti-Phishing-Wörter, jedes Mal abgefragt werden. Und die müssen immer identisch sein. Also immer, ja, also da können Sie dann sehen, ob das auch nicht in der Zwischenzeit, ja. Also am besten merken, aufschreiben, ja. So. So, und bei den Standorten, so, das schreibe ich jetzt alles auf. Vollständiges Backup. Sie benötigen nur die Wörter, um darauf zurückzugreifen, wohingegen dieses Gerät, wenn jemand es in die Hände bekommt, die PIN zum Anmelden be benötigt. Also, okay, so steht es. Es gibt also keine Möglichkeit, eine vergessene PIN wiederherzustellen. Also schreiben Sie es auf. Wir drücken die Eingabetaste und erfahren erneut damit der Warnung dann fort. Es gibt also absolut keine Möglichkeit, den Stift oder die Callcard auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Wenn Sie die PIN vergessen, vergessen Sie nicht den PIN-Code, den Sie eingegeben haben. Achten Sie Großbuchstaben darauf oder so. Drücken Sie 6, um zu beweisen, dass Sie die Nachricht bis zum Ende gelesen haben oder ja, bestätigen. Drücken Sie also 6, um mit dem ersten Teil der PIN fortzufahren. Ich möchte also nochmal sagen, dass Sie die erste PIN zurücksetzen können, wenn Sie es wissen, die ursprüngliche PIN, aber nicht, wenn Sie nicht damit einverstanden wären, wenn wir das Beispiel. Ich habe also 1, 2, 3, 4, 5, 6 zweimal verwendet. Also werde ich das jetzt für dieses Beispiel jetzt eingeben. Ich habe das eingeben und drücke die Eingabetaste. So, jetzt halte ich zwei Wörter. So Arch and Feel in dem Fall. Also ich habe das Gefühl, dass meine Anti-Phishing-Wörter sehen. Ich werde dies gleich erklären. Aber ich werde den Rest der, also hier
den Riese einsetzen. Aber bevor ich das tue, werde ich mir das alles aufschreiben, PIN und so weiter. Auf der Sicherungskarte, alles klar, hier war alles aufgeschrieben. Geben wir den Rest des jetzt alles ein. Ja. So, den zweiten Teil, den Suffix, 2, 3, 4, 5, 6. So, ersten, zweiten Teil. So, und jetzt an den Anfang des PINs bestätigt, was ich beim ersten Mal eingegeben habe, was ich als PIN also haben möchte. Also gebe ich den Anfang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein und dann drücke ich die Eingabetaste. Dann die Wörter Arch und ja und viel und so weiter. So, das bedeutet ja, es ist korrekt. Und dann den zweiten Teil, ja, den Suffix. So, dann gebe ich, dann speichere ich das perfekt. Dann haben wir also zweimal hintereinander selber eingegeben. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, haben Sie es möglicherweise in den zweiten falsch eingegeben oder falsch beim ersten Mal. Und habe so es nicht bemerkt. So, jetzt sind wir auf dem Hauptbildschirm. Wir haben jetzt einen PIN und habe beide Teile des PINs und Anti-Phishing-Wörter darauf aufgeschrieben, sodass die PIN jetzt eingerichtet ist für dieses Gerät. Sind wir noch nicht fertig, aber wir haben jetzt ganz schnell einen PIN zugewiesen. Ich möchte beschreiben hier, was diese beiden Anti-Phishing-Wörter sind, Arch und Feel, und habe das Gefühl, dass diese beiden, also ja, das ist von ein paar Faktoren jetzt abhängig. Erstens sind sie spezifisch, also beziehen sie sich nur auf dieses Gerät und auf den Anfang, also ja, Präfix und Suffix, ja, auf den PIN. Wenn ich also diese Wörter nicht sehe, wenn ich die erste Hälfte meines PINs eingebe, bedeutet das eines von zwei Dingen. Nummer eins, was wahrscheinlich ist, das liegt daran, dass ich aus Versehen, ja, irrtümlich den falschen PIN eingegeben habe oder was am häufigsten der Fall ist. Und wenn Sie jedoch zurückgehen und Ihren PIN nochmal eingeben, sind Sie sicher, dass Sie ihn richtig eingegeben haben, korrekt, und sehen immer noch andere Wörter, was das bedeutet, das bedeutet, dass Ihr Gerät möglicherweise von jemand anderen physisch manipuliert wurde. So. Das ist ja alles nur eben paranoide, also Überprüfung, ja, die soll darüber informieren, ob jemand an Ihrer Hardware gespielt hat. Geben Sie erneut zurück und geben Sie Ihre PIN am Anfang Ihres, also geben Sie nochmal ein. Wenn Sie sicher sind, dass Sie diese Buchstaben oder Zahlen mehrmals richtig eingegeben haben und immer noch die falschen Wörter erhalten, wurde möglicherweise das Gerät manipuliert. So, das ist jetzt der Zweck dieser Wörter, an die Sie sich jetzt wahrscheinlich erinnern werden, diese Wörter jedes Mal. Und ja, und das ist so ziemlich das. Also können wir jetzt loslegen und ja, und mit dem Rest unseres Setups fortfahren. Also werde ich weitermachen und ganz neu an die Spitze gehen, also die Seed Phrase, also Samenwörter, also die Eingabetaste. Es gibt mir einige Optionen, 12 oder 24 Wörter oder mit Würfeln auch, ja, aber ja, wir werden den Würfelteil jetzt ignorieren, ja, das ist ein bisschen ja, umständlicher, aber wir machen einfach mit 12 Wörtern oder bieten oder auch mit 24 Wörtern geringfügig mehr Sicherheit, ja, aber wie gesagt, beides ist so ziemlich große Sicherheit. Niemand wird Ihre Wörter einfach zufällig erraten. Aber wenn Sie sich mit 24 sicher fühlen, können Sie gerne das auswählen, diese Option. Aber wir halten es einfach. Ja, wir werden jetzt 12 und drücken die Eingabetaste, sodass die Codecard jetzt zufällig 12 Wörter jetzt einmal für dieses Beispiel für mich generiert. Wir werden diese auf unserem Sicherungsblatt hier aufschreiben und zurückkommen und werden nochmal prüfen. Aber es wird eine Reihe von Fragen oder Tests geben, um sicherzustellen, einfach nochmal, dass Sie ja wirklich diese Wörter richtig aufgeschrieben haben. So, wir sind also wieder zurück, sodass Sie es geschafft haben. Alles korrekt aufgeschrieben mit aufgezeichneten Wörtern. Ja. So, jetzt scrolle ich nach unten, habe es noch einmal kurz mit der Liste überprüft und dort steht, dass man hier 4 drücken kann, um einige Würfel hinzuzufügen. Das bedeutet, wenn man nicht darauf vertraut, dass die Callcard bei der Auswahl jetzt zufällig, also mit Wörtern hier arbeitet, dann können Sie würfeln. Ja, das bleibt Ihnen überlassen und dann halt die also aufschreiben. Ja. So, basierend auf diesen Würfelregeln, die Sie anwenden, wir werden das heute nicht tun, aber es ist eine coole Funktion auf jeden Fall, die Spaß macht mit. Und das heißt, drücken Sie den QR-Code, um Ihnen das QR-Code anzuzeigen. Das machen wir jetzt also nicht, mache einfach weiter. Ich drücke hier Eingabetaste. Jetzt werde ich nach all diesen Wörtern gefragt, außer der Betrieb. Und meine Aufgabe besteht zum Beispiel darin, hier steht Wort 8. Ich kann auf meinem Blatt nachsehen, dass es hier
klein ist. Und dann schaue ich hier auf der Codecard nach. Auf der Option Nummer 3 steht, es gibt mir drei Optionen: Ton, Reis und Klein. Ich kann also sehen, dass Nummer 3 richtig war. Also drücke ich 3 und komme zum nächsten. Ich werde dies also für alle meine Wörter bis zum Ende nach dem Zufallsprinzip tun. Es ist nicht in der richtigen Reihenfolge und fertig, sondern wir sollten alles hier also überprüfen, nochmal ja, eingerichtet. Also ich habe es ja durchgesehen, dort heißt es, willkommen, Ihre Callcard wurde jetzt für die besten Security-Praktiken konfiguriert, also ist deaktiviert, sodass der USB-Anschluss an der Unterseite derzeit deaktiviert ist. NFC-Anschluss bedeutet, dass Sie sich darauf tippen können, Telefon dazu sagt deaktiviert und die virtuelle Diskette, das bedeutet, dass Sie einige der darin enthaltenen Schaltkreise nutzen können, um Informationen länger als im Verlauf unserer Sitzung jetzt zu speichern, die ebenfalls deaktiviert jetzt ist. Sie können diese in den Einstellungen aktivieren. Ich habe Videos dazu gemacht, wie Dinge wie NFC und Virtual Disk und alles in diesen Videos zu verwenden, damit das extern abgedeckt ist, brauchen wir das heute jetzt nicht. Und das heißt, dass man diese unter den Einstellungen Hardware und ausschalten kann, wenn man damit spielen möchte. Fügen Sie also diese Videos ein und drücken Sie die Eingabetaste, um weiterzumachen. Dies bringt uns zu unserem Hauptbildschirm. Dies ist der ha Startbildschirm Ihrer gesamten Callcard. Jedes Mal, wenn Sie also starten, nachdem Sie Ihre PIN eingegeben haben, werde ich hier landen. Wir möchten noch etwas anderes tun. Und die Firmware, die Betriebsware quasi, Betriebssystem ja, aktualisieren, die Software zum Laden. So, wir sind jetzt gerade dabei, die Callcard zu aktualisieren. Ich werde dies unten in die Shownotizen aufnehmen. Und hier können wir unsere Firmware quasi Firmware aktualisieren. Also ich habe praktisch einen kleinen Teil, der uns den neuesten Updates hier anzeigt und den wir für die Warteschlange hier sehen können. Genauso hier in der Mitte. Das wurde erst in der letzten Woche oder so veröffentlicht. Also in dem zum Beispiel jetzt zum Beispiel der Aufnahme des Videos, zum Zeitpunkt des Videos. Also ich tippe einfach darauf und lade, so lade mir das jetzt runter und gehe dann zu meinem Download-Ordner, was ich hier tun könnte. Ich werde sie einfach aus dem Weg räumen und ich möchte hier meine SD-Karte, Micro-SD-Karte auf meinem Computer öffnen. Ich habe sie zuvor eingesteckt, bevor ich damit anfange, also werde ich es tun. Öffnen Sie es und ich wähle meine Micro-SD-Karte aus und öffne in dem Fall ist es ja ein Mac, ja, oder wie auch immer, kann auch ein Windows sein. Das Wesentliche, was Sie jetzt brauchen, also greifen wir auf die SD-Karte zu, hier Micro-SD, die ich links ausgewählt habe, muss einer meine Downloads jetzt finden und sehe, dass die Datei ist, die ich gerade heruntergeladen habe. Ich werde sie hier auf meine SD-Karte ziehen. Okay, Sie können dies als Kopieren einfügen oder wenn Sie Windows verwenden, aber auch im Grunde kopieren Sie die Datei, die Sie gerade heruntergeladen haben, auf Ihre SD-Karte und werfen sie dann aus, sodass ich die SD-Karte jetzt herausnehmen kann aus meinem Computer, entfernen und dann so zu meiner Callcard wieder zurückkehre, hineinstecken seitlich und auf der Vorderseite, ja, sehen Sie hier auf der Vorderseite, also auf der zwei kleine Diagramme auch darüber, wie die SD-Karte eingesetzt wird, aber die kleinen Stifte hier, die goldenen Stifte zeigen zum Beispiel, wie Sie ihn, also ja, bedienen können. Achten Sie also auf die richtige Ausrichtung, drücken Sie ihn hinein und ganz nach innen drücken Sie einfach fest drauf, sodass es hineingeht. Also los geht's, okay. Jetzt scrollen wir nach unten, bis wir zu Advanced Sell Tools kommen, drücken dann die Eingabetaste und dann gehen wir nach unten, um die Firmware zu aktualisieren. Drücken wir erneut die Eingabetaste. Wir wählen aus unserer Micro-SD-Karte, denn dort haben wir eine neue Firmware eingesteckt und da steht: Hey, schaut mal, hier gibt es eine Datei, die wir zum Upgrade hier verwenden. Wenn Sie diese auswählen möchten, drücken Sie Eingabetaste. Dort steht Laden. Möchten Sie diese Firmware installieren? Dort heißt es dann, dass sie überprüft wird und alles, bevor Sie die Änderung vorgenommen haben, da drücken wir einfach die Eingabetaste, um fortzufahren. Das heißt, ich verifiziere jetzt das Upgrade. Es wird jetzt einen schnellen Prozess durchlaufen und wenn alles in Ordnung ist, wird es mit der neuen Firmware neu gestartet. Alles klar, das bringt uns jetzt zurück zum Hauptbildschirm, den unsere PIN jetzt ein. Da kann ich jetzt PIN eingeben und sobald wir damit fertig sind, ja, unsere Wörter nochmal prüfen, Arch und Feel in dem Fall.
Und dann Rest Inspection, Suffix, und dann sollten wir mit einem frisch aktualisierten Gerät also fertig sein und beginnen können. Einsatzbereit und mit unserem Mobilgerät und unserem Desktop-Computer verwenden, in dem Fall Sparrow Wallet. Und da sind wir wieder zurück, um zum Hauptbildschirm dann so wieder zu gerammen. Brauchen wir also die SD-Karte wieder dort nicht mehr. Tatsächlich brauchen wir sie für den Rest des Videos nicht mehr. Nur damit Sie wissen, dass Sie die Datei von der SD-Karte löschen können, ohne dass Sie sie behalten müssen, wenn Sie sie bereits haben. Ich habe das jetzt Gerät aktualisiert und er wird diese Datei in keiner Weise mehr benötigt. Damit können wir jetzt zuerst unsere. So, wie. Also verbinde ich das Ganze jetzt, also ich habe jetzt mein Mobilgerät jetzt auf meinem Desktop. Hier habe ich auch meine Cold Card Q einsatzbereit und mein Mobilgerät hier auf dem Bildschirm angezeigt, damit Sie es etwas klarer sehen können. Ich habe Nunchuck Wallet installiert und was noch wichtiger ist, wenn Sie es bereits auf das als neueste Version aktualisiert haben, damit Sie einen QR-Standard für Cold Card unterstützt. Okay, also mache ich hier weiter. Ich werde die Nunchuck Brieftasche öffnen und wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden, werden Ihnen einige Einführungsbildschirme und Ähnliches angezeigt. Sie können einfach damit umgehen, damit Sie irgendwann zu diesem Hauptbildschirm dann gelangen. Jetzt können Sie sich auch für ein Konto hier anmelden, die mit einer E-Mail-Adresse verknüpft. Sie können das gerne tun. Also ist es kein Konto. Also ist es schlecht. Also es ist irgendwie praktisch, etwas zu haben, um verschiedene Schnittstellen nutzen zu können. Denken Sie also daran, dass dies Ihr Geld in keiner Weise jetzt gefährdet. Denn selbst wenn jemand Ihr Telefon in die Hände bekommt, wird er das trotzdem benötigen. Also die Cold Card und die PIN, um Ihr Geld jetzt ausgeben zu können. Also haben wir hier auf unserem Hauptbildschirm zwei Abschnitte mit Nunchuck Geldbörse. Wir haben hier also Geldbörse und Schlüssel. Nun, wir brauchen einen Schlüssel, um eine Geldbörse zu erstellen, die wir sehen können, wo wir Geld empfangen und senden können. Daher müssen wir ein paar Informationen jetzt über unsere Cold Card jetzt importieren, damit die Nunchuck Wallet auf unserem Telefon weiß, mit welchem Gerät wir es überhaupt zu tun haben und welche Adressen uns gehören, um so Geld natürlich zu erhalten im Abschnitt Schlüssel. Klicken Sie dann auf das Pluszeichen. Es gibt uns einige Optionen. Möchten Sie einen NFC-Schlüssel wie eine Tap-Karte, einen AirGap-Schlüssel oder eine Software hinzufügen? Schlüssel. Nun, wir wollen einen Schlüssel mit AirGap. Und was AirGap bedeutet, ist das Gerät, das den Schlüssel zu Ihrem Geld enthält, in diesem Fall unsere Cold Card Q, niemals direkt an irgendetwas angeschlossen wird, das mit dem Internet verbunden ist. Und das ist es, was wir tun. So, was wir diesem Gerät hier machen, wird nicht angeschlossen. Wir werden einfach den AirGap-Modus verwenden, indem wir QR-Code scannen, um unser Geld zu verwalten. Also werde ich mich dafür entscheiden, dass ich auf die AirGap-Taste klicke. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes getan haben. Neben Nummer 1, Sie müssen das Gerät initialisieren und den Anweisungen des Herstellers folgen, um Ihr Gerät mit dieser Startwahl einzurichten. Das haben wir bereits getan. Anschließend müssen wir das Gerät entsperren, um die möglicherweise eingeben und eine PIN. So, dass unsere Cold Card bereits einsatzbereit ist. Wenn Sie noch nicht gestartet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre PIN eingegeben haben und schon sind Sie bereit. Wir klicken auf Weiter. Das bringt uns also zu unserem Bildschirm zum Hinzufügen einer AirGap-Schlüssel. Als erstes geben wir dem Schlüssel einen Namen. Wie wollen wir ihn nennen? Also nennen Sie es ganz einfach CCQ oder was auch immer. Ja, so, ich werde das jetzt loslegen hier. Es gibt uns zwei Optionen, die wir hier über eine Datei importieren können oder wir können über den QR-Code importieren. So, wir wollen jetzt die QR-Code-Methode und das werden wir jetzt auch nutzen. Nutzen Sie es in einer Sekunde, aber wir müssen es auf unsere Cold Card jetzt vorbereiten. Also machen wir jetzt auf der Code. Wir gehen einfach ganz einfach nach unten, um die Werkzeuge hier weiterzuleiten und drücken dann die Eingabetaste, dann geht es los. Gehen Sie nach unten zur Brieftasche exportieren, was die zweite Option ist, und scrollen Sie also bis wir hier Option für generisches JSON sehen und drücken Sie die Eingabetaste. Es gibt uns hier einige Optionen. Hier steht, dass wir eine eingeben können. Sehen Sie die ungleichen. So, wir werden jetzt nicht besonders jetzt machen. Wir machen einfach weiter und drücken erneut die Eingabetaste. Dadurch werden die notwendigen Informationen jetzt generiert, die wir für die Kommunikation mit Nunchuck benötigen. Und es gibt uns Optionen, die Sie speichern können. Um es auf diese SD-Karte zu kopieren, können Sie es mit einem unteren Steckplatz hier drücken. Denken Sie daran, wir haben hier zwei Steckplätze, mit denen wir uns nicht befassen müssen. Es gibt jetzt jedoch Möglichkeit, die QR-Taste zu drücken, um diese Information als QR-Code anzuzeigen. Das ist genau, was wir der QR-Code hier oben neben dem Einschaltknopf. Also drücke ich jetzt darauf. Ja, und es wird ein animierter QR-Code angezeigt, der sich hier bewegt und weil eine Menge Informationen weitergeleitet werden müssen. Also ist alles hier erledigt, kann einfach jetzt.
hier das jetzt hinlegen. So, klicken Sie hier rechts auf die Schaltfläche QR-Code scannen, um meine Karte hier zu öffnen. Und ich sollte jetzt in der Lage sein, den Inhalt meiner Coldcard hier zu scannen. Legen Sie es in den, also Nunchuck, ja. Also los geht's, ja. Ich scanne es jetzt. Jetzt haben wir ein paar Optionen auf unserem Bildschirm, wo wir einfach die oberste jetzt verwenden. Als erstes tippen wir einfach darauf und das importiert jetzt alle Informationen, die wir brauchen. Also wir können es unten auf die Schaltfläche Schlüssel hinzufügen, klicken und los geht's. Unser Coldcard-Q-Schlüssel ist jetzt importiert. Wir können jetzt auf Fertig klicken und jetzt haben wir einen Schlüssel auf unserem Hauptbildschirm. Wir müssen jetzt noch unseren Brieftasche erstellen, wo wir hingehen. Wir können Geld empfangen, unser Guthaben einsehen und all das. So, also klicken Sie oben rechts unten auf den Wallet-Bereich, auf das Pluszeichen, wählen Sie neue Wallet erstellen. Wie wir, also es ist ein Name, ich nenne es einfach Q für etwas Einfaches und werde keines dieser zusätzlichen erweiterten Optionen tun, Brieftaschen, bla bla anpassen. Ich klicke einfach auf Weiter, dort steht, welchen Schlüssel Sie verwenden möchten. Für diese Brieftasche werden wir natürlich unser Coldcard verwenden, die wir gerade eingerichtet haben. Wir überprüfen, ob unten die Anzahl der erforderlichen Schlüssel gefragt wird. Das ist etwas, das den Rahmen dieses Videos jetzt sprengt, aber Sie können jetzt Nunchuck Wallet für Multisignatur Wallets verwenden, bei denen es mehrere Schlüssel oder mehrere Geräte erforderlich sind, um Ihr Geld wieder freizuschalten. Das können Sie sich in einigen meiner Videos hier ansehen von BTC Sessions, werde ich Sie jetzt verlinken. Aber Sie werden Schlüssel haben und wir werden jetzt von einem von Ihnen also verlangen, dass es unser Geld überweist. Das ist alles, was wir jetzt tun müssen. Es wird automatisch ausgefüllt. Wir klicken auf Weiter, damit wir eine Zusammenfassung erhalten. Unser Walletname, unsere Konfiguration, Single-Signatur. Was bedeutet, dass Sie einen Single, einen einzelnen Schlüssel oder eine einzelne Signatur benötigen, um die Bestellung jetzt aufzugeben und mit Geld mit der Standard-Adressart weiterzumachen. Also welchen Schlüssel verwenden, sowie die Coldcard. Und noch weiterklicken und dann fragt, ob Sie diese speichern, das BSMS-Datei speichern. Es wird diese hauptsächlich Multisignatur verwendet. Jetzt, wir werden jetzt, also jetzt legen Sie das oben, also unser Portemonnaie jetzt, unsere Brieftasche ein. Wir richten es jetzt ein, werfen wir jetzt einen kurzen Blick darauf, wie das Portemonnaie jetzt selbst aussieht. Sie können das tun, indem Sie darauf auf die Karte selbst tippen. Dadurch gelangen wir zu unserem Hauptbildschirm und können uns einen Überblick über den Inhalt verschaffen. Vor uns haben wir jetzt einen Saldo. Der Saldo ist jetzt natürlich in Sets und in Dollar. Sie können ihn auch also ändern. In Bitcoin, Sie können es auch in Bitcoin auch ändern, also Einstellungen, Änderungen. Und dann wird das geändert. Wenn Sie also mit den Sets nicht vertraut sind, können Sie unten auch den Dollarbetrag, also es gibt 100 Millionen Satoshis in einem Bitcoin. Ja. Übrigens schaue ich mir das lieber Sets an als die Dezimalzahlen von Bitcoin. Ich sollte jetzt sagen, dass Sie jetzt auf Ihre QR-Karte einfach die Eingabetaste drücken können. Sie werden zurückgeworfen. Wenn Sie ein paar Mal auf Abbrechen drücken möchten, Sie können zum Hauptbildschirm zurück. Das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Okay, also untersuchen Sie noch einmal, was Sie jetzt vor sich finden. Also mit unserem Wallet hier, mit dem Wallet hast du jetzt einen Sende-Empfangsknopf, den du jetzt unten hast. Wenn du jetzt zum ersten Mal startest, hast du jetzt deine Empfangsadresse und das ist ein QR-Code, den jetzt jeder scannen und das Geld senden kann. Und das Alternativ gibt es für unsere Ziffernfolge. Diese auch gleich Informationen. Es ist Ihre Bitcoin-Adresse, also Sie können sie kopieren. Sie können sie in eine Nachricht einfügen, kopieren, pasten und so weiter mit jedem Teilen, der Sie mit dieser Information zahlen kann. Es gibt auch einen Teil-Button, ja, Teilen. Unten rechts finden Sie eine Liste mit Apps, über die Sie möglicherweise teilen können. So, das ist also eine Art Selbstverständlichkeit. Ja, also wir werden auf einige Einstellungen da eingehen, aber wir werden es nun verwenden bei diesem Ding. Also normale Geldbörse, das hier ist unsere Coldcard. Q jetzt senden können. So. So, wie empfange ich jetzt Gelder? Und wie kann ich das von der Exchange zum Beispiel jetzt abziehen? So, es ist möglich, das Geld in Nunchuck jetzt zu erhalten, das natürlich für unsere Coldcard gesichert ist. Und so hier oben auf dem Bildschirm habe ich natürlich meine Nunchuck-Brieftasche und dann habe ich hier einen, also der vorhin wahrscheinlich von Börse zum Beispiel abgehoben wird, einen sogenannten Cold Storage, ja, um ihn ihr Geld sicher und offline aufzubewahren. Einige von den Senden oder Hot Wallet, aber für dieses Beispiel werden wir eine Börse jetzt verwenden, eine Exchange. Also habe ich jetzt Bitcoin hier im Griff.
in Kanada jetzt im konkreten Fall oder USA oder was auch, wo auch immer, da kann ich jetzt darauf eingehen. Der erste Austausch wird hier nach Ihrer Empfangsadresse fragen, okay, und es gibt mir die Möglichkeit, hier Adressen hinzufügen, und das kann ich hier tun unter Wallet-Verwaltung, und fügen Sie ein neues Wallet hinzu, versehen es mit einem Label, mit einer Bezeichnung, Bitcoin-Adresse, so habe ich das schon mal gemacht, damit Sie sich hier abfinden müssen und durchgehen müssen. Aber im Grunde genommen habe ich dieses kopierte Adresse aus einem Nunchuck-Wallet, meine Empfangsadresse. Wenn ich nicht auf dem Hauptbildschirm das wäre und wenn nicht meine erste Transaktion, würde ich einfach auf Empfangen klicken und diese Information dort kopieren, indem ich auf Kopieren klicke, und dann könnte ich es hinzufügen im Bitcoin. Aber trotzdem habe ich das jetzt getan und eine Brieftasche hinzugefügt und mit CCQ jetzt gekennzeichnet, sodass sie hier bereits verfügbar ist. Von meinem Startbildschirm aus klicke ich einfach auf Bitcoin kaufen. Hier habe ich einen Betrag eingegeben, damit ich weiß, was ich jetzt bekomme. Diese in kanadischen Dollar angegeben, nur damit Sie wissen, dass hier mein Nunchuck derzeit in US-Dollar oder was auch immer angegeben ist. Aber ich kann trotzdem hier den aktuellen Preis sehen, den ich hier ausgeben werde, und den Betrag in Bitcoin, den ich hier dafür bekomme. Und unten steht auch, dass es an die von Ihnen angegebene Adresse geht, die mit der Adresse hier für meine, ja, also damit das identisch ist in der, im Nunchuck. So, jetzt kann ich jetzt weitermachen. Übrigens schaut jetzt alles gut aus. Ich habe jetzt hier meine Abhebungseinstellungen hier bei Bitcoin dringend eingestellt. Und das zu tun, müsste ich jetzt meine Gebühren natürlich erhöhen. Nur zur Info, ich weiß, dass Sie jetzt keine Abhebungsgebühr jetzt verlangen können, aber wenn Sie die Option auch in Ihren Geschwindigkeitseinstellungen verwenden, also bin ich hier jetzt trotzdem bereit, etwas in Kauf zu nehmen. Mache einfach weiter. Ich Transaktion bereits eingerichtet. Grundsätzlich meine ich aber kanadische E-Überweisung, um mehr als 200 US-Dollar zu senden. Ich klicke auf Weiter, klicke jetzt auf Senden, und es wird hier ein Verifizierungsprozess stattfinden, an dem Sie hier nicht teilnehmen müssen, aber überspringen einfach den nächsten Schritt. Ich habe das jetzt getan, und wir werden sehen, dass die Transaktion in Kürze eintrifft. Okay, das ist perfekt. Ja, das Geld wurde abgeschickt. Wir können jetzt da rausgehen. Wir kehren zu Nunchuck jetzt zurück und können jetzt einfach zu unserem Startbildschirm hier gehen. Und das machen wir jetzt einfach mit einer kleinen Aktualisierung. Gehen wir auf dieser Website normalerweise recht schnell jetzt da durch. Sie wissen also, dass es hier normalerweise ein oder zwei Minuten dauert, bis jetzt angezeigt wird. Wenn Sie Ihre Einstellung jetzt auf dringend eingestellt haben, wird die Transaktion praktisch sofort gesendet. Also tun Sie, also instant, ne? Also tun Sie es einfach noch eine kurze Aktualisierung, und wir sollten es hier sehr, sehr schnell sehen. Also los geht's. Hier ist es einfach dort aufgetaucht und sagt, hey, da ist Ihre Transaktion, und wir sollten es jetzt sehen, dass sie bei einem Moment hier in unserer Brieftasche jetzt auftaucht. So, also gehe ich jetzt einfach hier auf mein Mobile Wallet, also Mobile Wallet, Nunchuck, übrigens auf Nunchuck, wenn Sie Ihr Portemonnaie auffrischen möchten, um den aktuellen Kontostand jetzt anzuzeigen. Wenn der noch nicht angezeigt wurde oder wird, können Sie das in die Anzeige gehen, oder ich muss da das jetzt noch einmal tun. Es ist in Ordnung. Also haben wir jetzt das Geld jetzt erhalten und in unsere Cold Card, sodass dieser sofort aktualisiert wurde. Also gehen wir jetzt vom Online-Kauf von Bitcoin direkt zu unserem eigenen Cold Storage, oder innerhalb weniger Minuten dort. Also sind diese Gelder hier jetzt in der Brieftasche jetzt durch die Cold Card selbst gesichert. Und wir haben jetzt die volle Kontrolle über unser Geld. Ja? Also Selbstverwahrung. Die Schlüssel zu diesem Geld sind jetzt mit der Cold Card jetzt vollständig offline. Wir mussten jetzt die Cold Card Q nicht einschalten, um das wieder zu tun. Sie können das als die Schlüssel zu Ihrem Geld vorstellen. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie Ihr Bargeld hier also im Schließfach mit einem kleinen Schlitz an der Vorderseite stecken würden, können Sie den ganzen Tag über Bargeld hineinstecken. Sie brauchen also nur den Schlüssel zum Schließfach, wenn Sie Bargeld entnehmen möchten. Also haben wir den nicht gebraucht. Den Schlüssel für die Einzahlung benötigen wir zum Abheben. Darauf werden wir jetzt So. So, wie schicke ich jetzt von der Cold Card via Nunchuck? Ja? Wenn Sie von der Nunchuck Wallet herausgeben, also gehen Sie nochmal zu Ihrer Brieftasche, klicken Sie auf das Konto, von dem Sie Geld ausgeben möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. Dadurch können Sie auswählen, wie viel Sie senden möchten. Sie können dies in Sats oder Bitcoin angeben.
wenn diese aktuelle Einstellung ist, Sie können jetzt einen US-Dollar-Wert eingeben oder vielleicht später Euro. Dadurch wird ermittelt, wie viel Bitcoin Sie senden möchten. Alternativ können Sie den gesamten Restbetrag senden. Wenn Sie das möchten, gibt es einen Schaltfächer Alles senden. Ich klicke jetzt darauf und dann können Sie fortfahren. Also klicke ich auf Weiter und dann brauche ich eine Adresse, an die ich das senden möchte. Und deshalb hier oben rechts eine sekundäre Brieftasche, Sparrow Wallet. Das werden wir gleich verwenden, um tatsächlich nur eine Code-Karte hier zu benutzen. Aber im Moment habe ich nur ein Tutorial-Wallet, die ich jetzt nutze. Und ich habe eine Adresse, die ich hier kopieren kann. Ich möchte Sie an diese Adresse senden, damit ich hier das jetzt kopieren kann, damit Sie es alternativ wissen. Und vielleicht mache ich das jetzt gleich. Auf dem Bildschirm ist jetzt tatsächlich ein kleiner QR-Code, QR-Scanner oben rechts. Also tippe ich einfach gleich drauf und ich scanne, was im Bildschirm jetzt angezeigt wird. So, okay. Und das, ja, und das hat jetzt die Adresse kopiert, die sich jetzt in der Sparrow-Brieftasche jetzt befindet. Also oben kopieren, einfügen oder den QR-Code scannen. Alles erledigt, mit dem gleichen Zweck. Ich kann jetzt in der Transaktion auch eine Notiz hinzufügen. Teile einfach mit, dass ich jetzt an das Tutorial jetzt, also sende. Großartig. Also ist alles jetzt eingerichtet. Das Einzige, was ich Ihnen hier zum Einrichten Ihrer Transaktion noch zeigen werde, ist, dass Sie es einfach so tun können. Jetzt wird die Standardeinstellung übernommen und Sie können auf Erstellen klicken, meine Gebühren anpassen. Also klicke ich jetzt auf Transaktion anpassen. Und hier in der Mitte des Bildschirms gibt es eine Option für den manuellen Gebührensatz. Wenn ich also tippe, weiß ich Bescheid. Je nachdem, wie schnell das jetzt gehen soll, können Sie die folgenden Beträge oder Gebühren jetzt ja, einstellen. Die Gebühren haben nichts mit der Menge zu tun, die Sie sehen, sondern mit der Datenmenge und Geschwindigkeit, die Sie mit der Transaktion beansprucht, wie stark das Netzwerk derzeit ausgelastet und wie dringend die Transaktion für Sie ist. Deshalb stelle ich jetzt es auf die höchste Geschwindigkeit ein. Da standen jetzt 31 Sets in dem konkreten Fall. Bits, also wieder ein Set. Also 100 Millionen Sets sind in einem Bitcoin, nicht vergessen. Also 31 Sets pro Bit an Daten verwendet. Also habe ich jetzt festgelegt, dass ich jetzt auf Weiter klicke. Es gibt immer so eine Zusammenfassung. Hey, Sie senden Ihnen diese Gebühr. Wie viel Bitcoin an diese Adresse sieht, das ist in Ordnung aus. Ich klicke jetzt auf Bestätigung und erstellen und Transaktion erstellen. Ich darf das jetzt nicht einfach senden. Ich brauche eine Genehmigung. Warum brauche ich Genehmigung? Nun, weil die Schlüssel jetzt auf meinem Telefon nicht eingeschaltet sind. Befinden Sie sich jetzt auf meine Cold Card. Also hier meine Cold Card, die ich jetzt bereit habe, bin hochgefahren, kann jetzt auf den Hauptbildschirm gehen. Was ich jetzt also tun werde, auf die Nunchuck-Brieftasche zu klicken, Nunchuck-Brieftasche, um auf Zeichen zu klicken, und müssen wir jetzt die Transaktion jetzt exportieren, weil wir die Callcard jetzt erzählen müssen. Klicken wir auf Transaktion exportieren, und die Option, die wir ausführen werden, ist ja, also QR-Code, ne? Ist der Standard. Ja, die Callcard, die ich jetzt verwende, ja. Also es ist eine effizientere Möglichkeit, QR-Code zur Weitergabe von Daten zu verwenden. Also tippe ich auf QR-Code und es bringt diesen QR-Code jetzt auf. Und ich werde jetzt nur noch Folgendes tun. Ich werde auf meiner Cold Card die oberste Option klicken, die zum Signieren bereit ist. Ja, jetzt steht dort, dass sie zum Signieren von Ausgabentransaktionen bereit ist. Legen Sie jetzt auf eine SD-Karte. Alternativ können Sie auch auf die QR-Taste klicken, um es zu scannen, was ich auch machen werde. Ich klicke jetzt drauf und dadurch wird uns der QR-Scan aktiviert. So funktioniert es jetzt. So, das ist jetzt in Ordnung jetzt, wenn Sie jetzt so viel mitkommen, mit den Vollgebühren dieser Adresse senden, ja, Sie können nach unten scrollen, die Eingabetaste drücken, um es zu genehmigen. Vorgang abzubrechen können Sie auch, ja, also mit, so jetzt, Sie.
Speicher signiert, ja, das Geld wird jetzt entsperrt. Und in diesem Punkt erhalte ich einen QR-Code, der die genehmigte Transaktion mit einer Signatur von meinem Gerät darstellt, die besagt, dass das Senden jetzt in Ordnung ist. Daher muss ich dies jetzt in Nunchuck jetzt importieren, da Nunchuck das verbundene Ding ist, das ins Internet jetzt hineingeht, also eine Schaltfläche zu importieren von Signaturen, mit der ich jetzt se sehen kann, was sich jetzt auf der Callcard jetzt befindet, die ich gerade gescannt habe, und da steht jetzt, hey, jetzt ist sie unterschrieben, daneben ist jetzt ein kleines Häkchen für die Signatur, hier kann ich jetzt, senden Sie dies an das Netzwerk und es wird unten durchgehen, vielleicht drücke ich dann auf Übertragen. Und dann schnell auf meinem Desktop, damit wir sehen können, wie es durchkommt. So, klicken Sie auf Übertragen. Auf dem Desktop sollte eine Benachrichtigung von der erst von ja, angezeigt werden. Ich kann das Blinken sehen, wenn die Transaktion beim ersten Empfänger eingeht. Sie, ja, oben rechts, dann geht es los. Okay, wir haben die Transaktion jetzt erhalten. Ich drücke jetzt zurück zu meinem Transaktionsbildschirm und kann Sie direkt jetzt dort sehen. Wir haben jetzt im Grunde alles durchgemacht. Wir sagten auf unserem, also wir sagen jetzt am Telefon, wir sagen jetzt, hey, wir wollen etwas Bitcoin jetzt schicken, aber wir konnten es nicht einfach senden. Wir brauchen unsere Callcard, um es zu genehmigen und zu unterschreiben. Und dann konnten wir es an das Netzwerk senden. Und es würde es dort ankommen. Also haben wir es erfolgreich eine Airgap-Transaktion jetzt mit unserer Callcard durchgeführt. So, Adressverifizierung, wie funktioniert das jetzt? Ja, wie verifiziere ich jetzt die Adresse? Jetzt möchte ich nur noch eine coole Funktion hier auf der Callcard hier also zeigen. Ich weiß, dass die Adresse hier auf meinem Telefon oder Computer zu meiner Callcard jetzt gehört. Was ist, wenn ich es nicht meine ist? Ja, und überprüfen, was ist, wenn mein Computer auf meinem Telefon mit Malware infiziert ist und mir eine falsche Adresse übermittelt. Nun, Sie können dies tatsächlich mit Ihrer Callcard überprüfen. Wie macht man das? Scrollen Sie einfach unten nach unten, um einen beliebigen QR-Code zu scannen. Drücken Sie die Eingabetaste und richten Sie ihn einfach auf den betreffenden QR-Code. Also mache ich das jetzt Zahlungsadresse halte ich die Adresse, die ich gerade gescannt habe. Also ich prüfe noch einmal, ob sie genauso aussieht. Und dann als ich drücke 1, um den Besitz jetzt, also um das zu bestätigen, die Adresse und die verifizierte Adresse, die in dieser Brieftasche gefunden wurde, gibt mir etwas mehr technische Informationen. Aber ich weiß jetzt, dass diese Adresse mir gehört und dass ich sie jetzt sicher ja, verwendet habe. So, wie verbinde ich das jetzt mit dem Sparrow Wallet auf einem Desktop? Also, wir werden jetzt die Callcard-Warteschlange jetzt in Aktion mit einem Desktop-Geldbörse jetzt sehen. Sparrow Wallet, ja, also das Beste, also Desktop im vorigen Abschnitt jetzt gesehen. Also, wir gehen jetzt davon aus, dass Sie Callcard jetzt bereits eingerichtet haben, wie wir es im ersten Teil jetzt getan haben. Also, aber wir werden jetzt unser Guthaben, unsere Adressen und alles jetzt erhalten. Davon ist jetzt auf unserem Desktop-Wallet sichtbar. Ähnlich wie wir es jetzt in Nunchuck mit Sparrow gemacht haben, wie wir es, können wir eine Transaktion empfangen und dann senden. Also lassen Sie uns hier diesen Prozess jetzt durchlaufen. Als erstes möchte ich hier ein paar Dinge auf meinem Computer hier zeigen, auf die wir werden jetzt zwischen beiden hin und her wechseln. Also hier in Sparrow oben. In Ihrer Sparrow-Brieftasche, je nachdem, ob Sie jetzt einen Mac oder Windows oder was auch immer verwenden, oben im Fenster. Aber auf dem Mac ist jetzt alles, was im Menü oben auf dem Bildschirm zu sehen ist, so Ihre klicke ich jetzt auf Datei und dann auf Neue Wallet und dann geben wir diesem Video einen Namen. Ich werde es mein Q nennen. Ja, das ist jetzt einfach, okay. Und dann werde ich den blauen Knopf drücken, um die Brieftasche zu erstellen. Übrigens gibt es bei Sparrow als allgemeine Faustregel, drücken Sie den blauen Knopf. Wenn Sie Zweifel haben, dann wird es Sie wahrscheinlich dorthin bringen, wo Sie es wollen. Also wirklich Wallet erstellen. Das bringt uns jetzt zu unserem Hauptbildschirm. Hier werden wir die Sparrow Wallet mit der Callcard jetzt koppeln. Dieser Bildschirm ist ein wenig einschüchternd, aber nicht, machen Sie keine Sorgen. Wir gehen nur die Dinge jetzt durch, die Sie jetzt wissen müssen, nicht den ganzen zusätzlichen Schnickschnack. Und wir werden hier eine Hardware-Wallet mit Airgap verwenden. Das bedeutet, dass wir jetzt überhaupt nicht an den Computer angeschlossen sind. Sie können jetzt diese Option also hier unten sehen. Es gibt so aus, als würde hier eine kleine SD-Karte, jetzt, wenn Sie darauf klicken, wird dieses kleine Pop-up jetzt angezeigt. Und ganz oben wird tatsächlich die Callcard angezeigt, eine Option für ein Airgap-Wallet. Und es
Oben, also es gibt die Möglichkeit, Datei zu scannen oder zu importieren. Wir werden die Scan-Funktion jetzt verwenden, weil wir die QR-Methode jetzt des Airgap-Wallets verwenden. Also werfen wir den Blick auf unsere QR-Code-Card. Wir müssen jetzt wissen, ähnlich wie bei Nunchuck, ein bisschen anders, aber zuerst scrollen wir jetzt nach unten zu noch einmal Advanced SL Tools. Ja, drücken Sie Eingabetaste, dann gehen wir zur zweiten Option, die Wallet exportieren. Dann die zweite Option wieder, die Sparrow Wallet, die genaue Wallet, die wir verwenden. Drücken wir die Eingabetaste und dann sagen, ja, das wird eine Datei speichern. Wir drücken einfach die Eingabetaste, um zu übergeben. Speichern, die Datei wird generiert. Wir brauchen jetzt genau wie zuvor, jetzt haben wir die Möglichkeit, es auf einer SD-Karte zu speichern. Oder wenn wir wollen, können wir einen QR-Code anzeigen oder wie wir es mit Nunchuck gemacht haben. Also werden wir das jetzt tun, auf die QR-Taste klicken und dadurch werden es Informationen generiert, die wir hier an die Sparrow-Brieftasche weitergeben müssen. Und jetzt springen wir jetzt bei der Sparrow-Brieftasche dorthin zurück und alles, was wir tun müssen, ist dort, wo die Codecard jetzt steht, auf die Schaltfläche scannen klicken und dann halten wir unsere Coldcard hier in die Kamera, damit alle unsere Informationen an unser Desktop-Wallet übermittelt werden können. Also drücke ich hier, ja, betätige ich das jetzt und scanne ich das jetzt ein. So, jetzt und los geht's. Wir haben jetzt alle Informationen importiert, die wir jetzt brauchen, damit wir unsere Coldcard jetzt mit Sparrow auf der Coldcard jetzt selbst verwenden. Ich drücke einfach die Eingabetaste und das bringt mich jetzt zurück zum vorherigen Menü und in Sparrow Wallet. Dann sehen wir, dass hier eine Menge Informationen importiert wurden, die Sie nicht brauchen. Um jetzt die Details zu erfahren, müssen Sie nur wissen, dass ich hier eine blaue Schaltfläche mit der Aufschrift übernehmen sehe. Ich tippe jetzt darauf. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie ein Passwort wünschen. Dieses Passwort würde schützen, wenn jemand auf Ihr Passwort zugreifen würde, also Computer, und Sie die Sparrow-Briefflasche jetzt geöffnet haben. Sie benötigen das Passwort jetzt, um Ihr Guthaben sehen zu können. Das denken Sie daran, dass Sie Guthaben nicht ausgeben können, selbst wenn Sie hineinkommen, weil Sie dazu die Callcard und die PIN dafür benötigen. Wenn Sie diesen zusätzlichen Schutz wünschen, können Sie das hinzufügen. Wenn Sie das Passwort hier vergessen, können Sie Ihre Brieftasche jederzeit über Ihre Callcard jetzt melden, so wie wir es getan haben. So, unten rechts im Bildschirm wird eine kleine Ladeleiste angezeigt, sobald das alles erledigt ist, synchronisiert, einsatzbereit. Gleichzeitig jetzt sehen Sie, wie das jetzt gesamte Menü auf der linken Seite blau wird. Und so weiter bedeutet, dass Ihr Wallet ist vollständig eingerichtet und fertig ist. Jetzt ist es an der Zeit zu navigieren und zu sehen, was wir jetzt vor uns haben. Auf der linken Seite haben Sie Transaktionen, Senden, Empfangen, Adressen, UTXOs und Einstellungen. Wir befinden uns also gerade auf dem Einstellungsbildschirm. Zum Einstellungsbildschirm werden Sie wahrscheinlich nicht oft zurückkehren. Da dies eine Art Startbildschirm ist, wenn Sie etwas ändern, zum Beispiel das Etikett der Brieftasche, möglicherweise kennen Sie hier zurück, aber die Chancen stehen nicht gut, dass Sie es so belassen. Die wichtigsten drei Bildschirme hier, die sehen Sie, das sind Senden, Empfangen von Transaktionen. Wenn ich zu Transaktionen gehe, ist es irgendwie cool, weil wir unsere Brieftasche hier zuvor auf Nunchuck Wallet umgestellt haben. Nun, wir sehen jetzt gerade diese Brieftaschen. Wir haben jetzt gerade die gleichen Informationen exportiert, weil wir die vorigen Transaktionen sehen können, die wir immer aus der Wallet getätigt haben, sodass Sie sich jetzt den Unterschied jetzt zwischen Nunchuck und Sparrow Wallet jetzt als den Unterschied jetzt zwischen Internetbrowsern jetzt vorstellen können, über die Sie dieselben Informationen betrachten. So ein anderes Portal, aber damit Sie wissen, dass Sie selber Website jetzt sehen, wenn Sie Chrome, Safari oder Firefox verwenden würden. Ja, Sie unterscheiden sich in geringfügiger Umgebung der Website. Hier sehen wir immer noch das Bitcoin-Netzwerk in unserem speziellen Konto, aber wir verwenden hier verschiedene Softwareteile, um dasselbe hier zu sehen, sodass wir auf unserem Transaktionsbildschirm einen Saldo oben haben. Natürlich ist er null, weil wir alles zurückgeschickt haben. Wir haben jetzt Mempool. Was ist ein Mempool? Wenn Sie eine Transaktion erhalten, die aber noch nicht vollständig abgewickelt ist, wird dieser Betrag hier angezeigt. Stellen Sie sich als für ein paar schöne runde Zahlen vor, Sie hätten einen insgesamten Bitcoin, aber davor hätten Sie jetzt gerade einen halben Bitcoin erhalten. Das würde jetzt zeigen, dass sich die Hälfte Bitcoin hier im Mempool befindet und es würde bedeuten, dass die Hälfte Ihres Gesamtsaldos noch nicht vollständig beglichen ist. Dann haben Sie unten schließlich eine Liste früherer Transaktionen, die Sie durchsehen können und wir werden etwas mehr über das jetzt erfahren, die Bezeichnungen und hier verwenden können. Hier Empfangsbildschirm. So ziemlich einfach, ja, ist das alles jetzt um die unteren Dinge, kümmern wir uns dann später. Es sind jetzt komplexere Dinge im Rahmen dieses Videos, aber
Sie haben eine Bitcoin-Adresse, auf die Sie klicken können, kopieren Sie den Code und senden Sie an jeden, den Sie möchten. Es gibt auch einen QR-Code, der im Telefon gescannt werden kann. Und unten auf dem Etikett ist dies die Stelle, an der Sie normalerweise eingeben würden, wenn Sie wissen, dass Ihnen jemand eine Firma, was auch immer Bitcoin senden wird, oder Transaktion, oder woher eine Transaktion kommt, die ist nicht nur für den externen Gebrauch bestimmt. Das sind nur Ihre persönlichen Unterlagen, damit Sie auf den Sendebildschirm erkennen können, woher die Transaktion kam. Ich würde jetzt eine Bitcoin-Adresse einfügen. Alternativ gibt es ein kleines Kamerasymbol, sodass Sie etwas von einem Telefon über Ihr Webcam-Label hier scannen können. Dies ist das Gegenteil von dem, was wir gerade für empfangen. Wohin senden Sie das Geld gesehen haben, nur für Ihre eigenen Aufzeichnungen? Wie viel Bitcoin möchten Sie an diese Person oder diese Adresse senden? Und geben Sie dann die Gebühr ein. Es handelt sich um einen Schieberegler, den Sie nach links, rechts oder oben, unten schieben können. Dadurch erfahren Sie, ob Ihre Transaktion hohe, mittlere oder niedrige Priorität hat, je nachdem, wie ausgelastet das Netzwerk derzeit ist, als im vorherigen Teil. Aber es gelten die gleichen Lektionen und dann Bedingungen. Und dann ist alles, worauf ich mich hier in diesem Abschnitt hier konzentrieren werde. Wir werden es im Laufe der Zeit in der Praxis jetzt sehen. Dadurch gibt es außerdem eine Liste von Adressen. Und die sind nur die nächsten 20 Empfangsadressen, die Sie haben. Ja, jedes Mal, wenn Sie also eine Transaktion erhalten, wird zur nächsten Adresse gewechselt, sodass Sie auf diese Weise mehr Privatsphäre erhalten. Aber besteht keine Gefahr beim Senden, zweimal die gleiche Adresse. Also wenn es also darum geht, Gelder zu verlieren, die nicht passieren werden, das ist einfach nicht gut für die Privatsphäre. Und dann wollen Sie einfach eine neue Adresse jedes Mal, ne? Also am besten. Ja, aber Sie können sich hier Bitcoin als sehr ähnlich wie Bargeld vorstellen. Ich meine, wenn Ihnen jemand einen 50-Dollar-Schein oder 20-Dollar-Schein oder was auch immer jetzt physische Brieftasche hineinschaut, die einzelnen Banknoten dort liegen, sie Bitcoin ist im Großen und Ganzen das Gleiche, aber es gibt keine spezifischen Beträge, die Ihnen jemand vielleicht einen halben Bitcoin schicken könnte. Vielleicht schickt Ihnen jemand 0,1 jedes Mal, wenn Sie es erhalten, schickt Ihnen jemand 0,1, sodass Sie in diesem Abschnitt den neuen Bitcoin-Abschnitt in der Brieftasche sehen werden oder sozusagen in diese Richtung halt, ja, sodass Sie Transaktionen gehen, sehen Sie nochmal den allgemeinen Gesamtsaldo an und die Einstellungen. Wir waren dann bereits dort und das bedeutet dann, ich denke, die nächste Aufgabe hier besteht darin, eine Transaktion zu empfangen und So, wie empfange ich jetzt Gelder über die Cold Card und Sparrow Wallet? Also aus dem Tutorial hier, also sende ich wie im vorigen Abschnitt Sparrow Wallet, damit Sie wissen, damit Sie mehrere verschiedene Konten öffnen können. Im Moment habe ich also einmal Cold Card öffnet, aber wenn ich Wallet öffne, habe ich all diese verschiedenen Konten, mit denen ich von Zeit zu Zeit spiele. Aber ich werde diese Tutorial Wallets eröffnen und wir können dann den Kontostand nur früher Transaktionen sehen. Das ist eine Hot Wallet, die auf meinem Computer liegt. Die Schlüssel zum Geld sind also auf dem Computer. Die Gelder sind nur so sicher wie der Computer selbst und es gibt nicht den zusätzlichen Vorteil, dass die Schlüssel jetzt offline sind, wie bei einer Cold Card. Dennoch werde ich hier navigieren, damit Sie die beiden Registrierkarten von mir geöffneten Geldbörse sehen können und mein Cold Card. Wir gehen jetzt zum Empfangsbildschirm auf dem Cold Card und Bezeichnung. Wir sagen also Tutorial, also wie zum Beispiel Tutorial, also kommt es jetzt aus meinem Tutorial Wallet. In dem Fall gehe ich eine spezielle Funktion in der Cold Card ein, um zu überprüfen, ob diese Adresse mir gehört. Okay, wir schauen uns hier einfach in der Warteschlange hier, schauen Sie einfach, scroll einfach nach unten, hier einen beliebigen QR-Code scannen und drücke dann die Eingabetaste. Jetzt scanne ich die Adresse, die auf dem Bildschirm angezeigt wird und sie erscheint auf der Card, auf der Cold Card. So, da steht, dass es sich um eine Zahlungsadresse handelt. Mir wird angezeigt, um welche Adresse es sich handelt. Schauen wir das genauer an, vergleiche es. Das heißt, drücken Sie, um den Besitz zu bestätigen, ich drücke also die 1. Und es wird überprüft, ob diese Adresse zu einer Brieftasche gehört, die von der Cold Card kontrolliert wird. Das heißt, hey, das ist eine verifizierte Adresse und sie ist in der Tat großartig. Das heißt, ja, das ist jetzt, ja, dass die Adresse in der Sparrow-Brieftasche jetzt tatsächlich meine eigene ist und sicher auch gesendet werden kann. Ich gehe also einfach hier zu meinem Hauptbildschirm jetzt zurück und wir
werden jetzt eine Transaktion an diese Adresse erhalten auf dem Bildschirm. Wir werden es aus der Tutorial Wallet jetzt senden, also aus meiner Wallet hier in Sparrow. Ich könnte hier natürlich auch einfach auf die Schaltfläche kopieren klicken und dann zum Tutorial Wallet gehen, um zu senden und dann diese Adresse einfügen. Alternativ hat Sparrow natürlich eine nette praktische kleine Funktion, mit der ich auf den Abwärtspfeil hier klicken kann und mir jede offene Brieftasche anzeigt, die ich gerade habe, sodass ich einfach mein Cold Card hier auswählen kann und das wiederum die nächste Adresse auswählt, die ich nochmal prüfen kann. Hier nochmal, ja, so gehen Sie jetzt dorthin, in beiden Fällen die gleiche Adresse, okay, großartig, also gebe ich hier in dem Feld eine Beschriftung aus dem Senderfeld, okay, Tutorial, wie viele möchte ich senden, lasse uns dort einfach hier Höchstbetrag eingeben, schieben Sie einfach eine Art Schieberegel und stellen Sie sicher, dass ich hier startklar bin, ja, so dass es schnell geht, mein Honorar, also Gebühren auswählen und ich denke, so ziemlich alles, was wir hier tun müssen, also drücke ich jetzt ganz einfach Broadcast, also Transaktion erstellen. Und dies gibt mir eine Zusammenfassung und dann eben, es ist damit jetzt abgeschlossen und jetzt müssen wir die Transaktion signieren. Okay, eigentlich müssen wir die Transaktion mit den Schlüsseln signieren, die sich auf dem Computer befinden. Denken Sie daran, dass dies nicht von der Cold Card jetzt gesendet wird, sondern vom Tutorial Wallet, bei der es sich um ein Hot Wallet handelt. Das heißt, der Schlüssel ist einfach auf dem Computer, also kann ich auf Signieren drücken und dann kann es losgehen. Also ich drücke auf Broadcast und es geht ins Netzwerk und wir sollten so ziemlich schnell ein paar Benachrichtigungen erhalten, nämlich so sagen, wir gehen aus einer Brieftasche in eine andere und da sind wir schon 1, 2, perfekt, sodass ich hier jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion in Sparrow durchführen, eine neue Registerkarte für das erstellen, woran Sie gerade arbeiten. Ich kann einfach X daraus machen, sobald ich das in Tutorial Wallet erledigt ist. Transaktion gehen, wird die Transaktion ausgegeben, angezeigt, wenn ich zu meinem Cold Card Sprenger Transaktion gehe, wird die Transaktion wird hier eingegangen sein. Wenn wir also erfolgreich Geld auf unsere Cold Card erhalten haben, also auf dem Konto von Cold Card, ja, quasi wie ich die Sperrbriefflasche mit unserer Cold Card verbinden kann. So, wie schicke ich jetzt von Cold Card via Sparrow? So, also ich muss das jetzt mit der Cold Card genehmigen und unter Bezahlung werde ich jetzt dieses Mal die Kamera benutzen, weil ich eine Brieftasche hier auf meinem Telefon hier senden möchte. Also tippe ich auf das ja, und scanne das jetzt ein, Kamerasymbol, um eine kurze das einzuscannen, die Adresse, bin top, ja, prüfe es am Telefon nur zur Sicherheit und scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Und ich werde hier ein Label, eine Bezeichnung hinzufügen, verwende so eine kleine Notiz für mich selbst, werde sie verschicken, können Sie den Höchstbetrag jetzt ermitteln, wähle hier meine Gebühr noch einmal aus. Die Gebühr ist jetzt im Moment etwas hoch, also schauen Sie sich jetzt vielleicht einige meiner Videos hier an, in denen es darum geht, wie man überhöhte Gebühren vermeidet, um einige der besten Practices hier, um das zu erlernen. Sie können also in ein paar Videos erlernen, wie Sie das schnell und kostengünstig Transaktionen durchführen. Nichtsdestotrotz, wir legen hier unsere Gebühr fest. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Also, hier werde ich jetzt weitermachen und den blauen Knopf jetzt drücken, zusammenfassen. Und den blauen Knopf hier beginnen wir jetzt mit der Verwendung unserer Cold Card. Jetzt funktioniert es. So automatisch abschalten nach einer Weile. Also, wir schalten das ein. Die Cold Card noch einmal, so ich melde mich noch einmal mit dem PIN an, also bin ich hier angemeldet. Und was ich jetzt tun werde, ist in der Sparrow Wallet auf die Schaltfläche QR anzeigen zu klicken und meine Transaktion wird als QR-Code jetzt angezeigt. So und ich habe die BB QR-Code jetzt also angeklickt. Okay, also QR-Standards, die ich jetzt verwende. Cold Card standardmäßig ausgewählt, je nachdem, wie ich das jetzt eingerichtet habe. Und jetzt muss ich am Gerät etwas tun, damit wir das jetzt vergrößern. Hier tippe ich auf die erste Option, die zum Unterschreiben bereit ist. Und das gibt mir wieder Informationen darüber, wie es funktioniert. Ich sollte hier nach unten dort scrollen, dass ich auf die QR-Schaltfläche. Hier mache ich nochmal das
Ich schalte den Scanner, also schalte den Scanner ein und möchte noch einmal darauf verweisen, dass es nicht allzu lange dauern sollte, was mir gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das erfasst ist, das wird das Ganze erfasst und dann halte ich Informationen mit der Transaktion, die angezeigt wird. Es ist in Ordnung, hier so viel Bitcoin an folgende Adresse senden. Es gibt mir eine kleine Warnung in Bezug auf die Gebühr, die Sie jetzt wissen. Es ist eine ziemlich hohe Gebühr, die Sie jetzt zahlen. Das ist mir jetzt ziemlich bewusst. Für die Zwecke dieses Tutorials ist jetzt, das ist in Ordnung. Ich drücke jetzt die Eingabetaste, um zu genehmigen oder storniere, um den Vorgang abzubrechen. Also drücke ich die Eingabetaste, dadurch wird nun die Transaktion signiert und als QR-Code auf meinem Bildschirm erstellt. Jetzt erscheint also wieder in der Sparrow-Brieftasche der blaue Knopf QR scannen. Er möchte, dass ich jetzt meine Transaktionsgenehmigung hier von meiner Callkarte scanne. Also mache ich das jetzt. Ja, ich scanne das jetzt ein über meine Sparrow Wallet, über die Kamera. Oh, perfekt. Okay, jetzt wird angezeigt, dass wir jetzt auf der Sparrow-Brieftasche eine Unterschrift haben. Ich kann jetzt einfach auf meiner Callcard die Eingabetaste auf immer abbrechen drücken und ich komme zurück zu meinem Hauptbildschirm. In Sparrow drücken wir einfach dann übertragen, um zu abzusenden, ja, broadcasten und schon geht sie an den vorgesehenen Empfänger und ich habe gesehen, also oben rechts auch, ja, das ist meine Benachrichtigung Sparrow und ich sehe gerade auf meinem Telefon, dass ich gerade eine empfangene Transaktion, also erhalten habe. Wir sind jetzt also bereit, unser Wallet, unser Konto hier erfolgreich in das Sparrow Wallet eingeladen und wir können sowohl empfangen als auch senden. Ja, Transaktion mit der Callcard. So wie mache ich eine Wallet Recovery? Das heißt, wenn etwas, ja, wenn alles verloren gehen sollte, ja, dann habe ich nur 12 oder 24 Wörter, wie auch immer. Aber Sie haben also keinen Zugriff mehr auf Ihre Callcard. Wie können Sie auf Ihr Guthaben jetzt zugreifen? Ja, also wir können das jetzt richtig. Also jetzt werden wir unsere Seed-Phrase, Start-Phrase jetzt verwenden. Okay, also sozusagen, wie Sie Ihr Gerät jetzt löschen würden. Ich sage jetzt nicht, dass Sie das jetzt unbedingt tun müssen, aber es ist gut, beim ersten Mal das jetzt zu üben. Ja, wie zum Beispiel eben 100 Dollar auf Ihrem Geldbeutel. Also löschen Sie jetzt Ihr Gerät einfach, ja, bewusst. Sicherzustellen, dass Ihr Backup ordnungsgemäß durchgeführt haben. Sobald Sie dies durchgearbeitet haben und ein Geldbeutel wiedergestellt haben, dann werden Sie hier in Zukunft viel weniger in Panik geraten, ja, wenn Ihr Gerät jemals kaputt geht oder Sie es verlieren, Sie wissen Bescheid, dann haben Sie den Vorgang bereits durchlaufen und Sie sind jetzt relativ zuversichtlich, dass Sie jetzt noch einmal tun müssen können. Einstellungen und ich gehe jetzt zu. So, und auf der Cold Card gehe ich jetzt auf Einstellungen, ich erweiterte SL Tools, ja, ich gehe jetzt ganz nach unten, wo sich die Gefahrenzone befindet, ja, Danger Zone, und drücke die Eingabetaste und dann von hier aus gehe ich zu den Seed-Funktionen. Ich sehe hier die Option zum Zerstören meines Seeds, ja, der Wörter, das hört sich jetzt beängstigend an, drücken Sie, ja, also sind Sie jetzt sicher, fragen mich noch, werde ich nochmal gefragt, die Eingabetaste, ja, sind Sie sicher, ja, sind Sie wirklich sicher? Diese Aktion führt jedoch sicherlich dazu, dass Sie alle mit dieser Brieftasche verbundenen Gelder verlieren, sei denn Sie haben eine Sicherungskopie des Startwörters, wie Sie diese in eine neue Brieftasche importieren, drücken Sie die 4, um zu beweisen, dass Sie das gelesen haben, bis zum Ende dieser Nachricht. Akzeptieren Sie alle Konsequenzen. Hier gehen wir also zu 4. Es heißt löschen und meine Schlüsselinformationen werden dann entfernt. Dieses Gerät kann keines meiner Gelder mehr entsperren und keine Transaktionen mehr genehmigen. Es wird jetzt neu gestartet und bringt mich jetzt zurück auf den Hauptbildschirm. Ich werde jetzt nach meinem PIN gefragt, um mich erneut anzumelden. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier dies in die gleichen Anti-Phishing-Wörter hier, also wenn ich hier PIN eingebe, dann sagt mir, also müsste ich die zwei wieder die gleichen identischen, ja, Phishing, also Anti-Phishing-Wörter, ja, die wir haben, also die neuen Seed-Wörter. Wir haben also hier nichts anderes. Wir importieren also unseren Seed, ja, unsere Wörter, ja, damit wir, die wir aufgeschrieben hatten, befinden sich gerade auf dem Hauptbildschirm, den wir aufrufen werden. Ja, also wie viele Wörter haben wir? In diesem Fall haben wir 12 Wörter. Wir drücken die Eingabetaste und geben jetzt einfach diese 12 Wörter ein. Ja, was wir auf der Karte jetzt haben, machen wir also das erste Wort hier, das so lautet.
Ja, also im ersten Fall jetzt Sound, ja. Also werden immer die höchsten vier Buchstaben jetzt angezeigt und dann tut sich das automatisch dann immer auffüllen, ja. Also gehen wir in das dann, ja, dann Poem, ja, also Gedicht zum Beispiel und so weiter und so fort, ja, bis zur Zahl 12, bis zum 12. Wort. Also hier, dass meine Wörter ja tatsächlich gültig sind, hier habe ich eingegeben, also drücke ich jetzt die Eingabetaste, dort steht Anwenden und Sie sollten meine gesamte Brieftasche jetzt in mein Gerät jetzt importieren. Ihre Callcard wurde jetzt einmal mit den besten Sicherheitspraktiken konfiguriert, wie mir gesagt, welche Geräte deaktiviert sind, wie ich sie einschalte, drücke die Eingabetaste, wir kehren zum Hauptbildschirm zurück. Woher weiß ich jetzt sicher, dass es jetzt sicher um dieselbe Brieftasche handelt, mit der wir es zu tun haben? Ich werde Ihnen etwas Cooles jetzt zeigen. Wenn es halt um die Sparrow-Brieftasche geht, wenn also in der Sparrow-Brieftasche zu einer Einstellung unten gehen, links unten gibt es ja eine kleine Zahl namens Master Fingerabdruck. Und dort steht jetzt E580 zum Beispiel B6. Wenn Ihnen die Callcard jetzt also auffällt auf dem Bildschirm, etwas schwer zu lesen, aber ich kann ja sehen, dass es hier dieselben Buchstaben und Zahlen sind. Der Masterfingerabdruck, ja, gibt mir dann an, mit welchem Konto Sie es zu tun haben. Ja, dass Sie sich hier um ein und dasselbe handelt, also habe ich hier das jetzt ordnungsgemäß in die Brieftasche jetzt importiert. Falls ich jetzt wiederholen müsste, sagen wir mal, ich bräuchte jetzt einen neuen Computer, ein neues Telefon. Das habe ich aus eigenem Grund, vielleicht aus einem Hausbrand oder was auch immer, eine Überflutung oder was auch immer. Ja, ich könnte diese Brieftasche wieder importieren, Sparrow, Nunchuck oder was auch immer bevorzuge. Das gleiche, was wir in diesem Video gemacht haben. Und es würde genauso funktionieren. Und es hätte den vollständigen Transaktionsverlauf und alle Beträge, die sich hier zuvor auf meinem Konto jetzt befanden, wären immer noch da. Und jetzt zugänglich, ich möchte hier noch etwas über Backups jetzt sagen. Natürlich habe ich jetzt nur noch die Analogie zu einem Brand oder ja, also wenn irgendwas jetzt passieren sollte, ein Feuer, irgendein Blödsinn halt, dann möchten Sie möglicherweise etwas Robusteres natürlich, ja, also einstanzen in einen Stahl, ja, spezielle Produkte gibt es dafür, die Sie an separaten Stellen also platzieren möchten, wie ein Beispiel wie dieses etwa, ja. Ein Seed-Ohr und das hat alle ihre Seed-Phrases dann drinnen und das ist auch ja also Feuer ja sicher und so weiter ja gegenüber Flutung und was auch immer also das hat man schon wirklich getestet auch ja also es soll in der Lage sein die Daten von innen heraus wiederherzustellen und dann ja das also damit sie beruhigt sein können aber nichtsdestotrotz das ist etwas aus Stahl beim Backup auf jeden Fall ratsam damit Sie hier im Katastrophenfall buchstäblich das ist durchsieben können, damit Sie das nicht durchsieben können in der Asche. Und dann eben sicher, damit es sicher und physischer ist. Ja? Und jetzt bewahren Sie diese niemals digital auf, speichern Sie keine Kopie auf dem Computer, machen Sie kein Foto davon, wenn das Zeug in das Cloud geht oder sonst irgendwie die Internet verbunden, also bitte keine Kameras rundherum, nicht laut sprechen, etc. Also wirklich paranoid sein, einfach nur aufschreiben, ja, und einstanzen, ja, oder wie auch immer, ja, spezielle Produkte dafür, physisch, ja. So, abschließende Gedanken von BTC Sessions, also hier geht es rund um die Callcard natürlich. Ich bin Q, also bin ich sehr schon ein großer Fan und benutze es schon so auch seit einiger Zeit. Große Fortschritte gemacht im Vergleich zum MK4, zur vorigen Version. Sie haben also eine Reihe von Dingen, die es in der vorigen Version nicht gab. Also batteriebetrieben, tri also drei Triple-E-Batterien, Stromquelle können Sie auch natürlich. Sie brauchen also anstatt eine 9-Volt-Batterie, ja, haben Sie jetzt drei AAA-Batterien, brauchen Sie jetzt auch nicht kompliziert mit irgendwelchen Kabel und so weiter oder das Anstecken und so weiter. Also vieles, aber es ist eine nette Option, da die vollständige Tastatur hier jetzt im Vergleich zum nummerierten Tastenfeld mit Pfeilen auf dem vorherigen Gerät wesentlich einfacher zu handhaben ist auf der Q, wenn man hier eine Brieftasche wiederherstellt, anstatt auf und ab zu gehen, um den richtigen Buchstaben hier darin zu finden. Beim Alphabet kann man es einfach eintippen und es geht hier natürlich auch schneller. Also ist das hier meiner Meinung nach, also eine großartige Funktion, die ich im Zusammenhang mit diesem Video mache. Mir gefällt es, einen QR-Code hin und her zu scannen.
Da ich die ganze Zeit mit SD-Karte im Micro-SD-Karte herumfummeln muss, bin ich jetzt sehr zufrieden. Abgesehen davon, dass dieses Ding noch eine andere Funktion hat, die sich meiner Meinung nach seit der letzten Version hier verbessert, nämlich NFC. NFC bedeutet sogar, wenn ich es mit meinem Telefon verwende, obwohl ich es also im Video nicht gemacht habe, sie tatsächlich mit dem Telefon auf die Callcard das tippen, um Informationen weiterzuleiten, indem wir einen QR-Code jetzt verwendet haben und dieser hat immer noch einen Air-Gap, also sicher und hat auch Videos dazu gemacht. Also wenn es NFC-Funktionalität dieses Geräts im Vergleich zum MK4 ist Mark verbessert, ja. Um eine Verbindung herzustellen, wenn es am MK4 etwas kniffliger sein könnte, wenn Sie nicht genau die richtige Stelle jetzt haben, ja, oder anlegen. Insgesamt eine Verbesserung. Mag die Warteschlange, also es ist eine großartige Option. Ich denke, man kann auch ganz einfach hier verwenden, das jetzt verwenden, aber das bloß anschließen und so weiter ist also seiner Meinung nach großartig. Option für Leute aller Art, weil sie es relativ einfach verwenden können, indem sie es anschließen und dann können sie mit der Zeit ein höheres Niveau erreichen. Und ich werde es mit AirGap NFC jetzt versuchen oder ich werde es mit der SD-Karte versuchen oder ich werde es versuchen einfach mit der QR-Code-Methode. Und dann können sie sich basierend auf ihrem Kenntnisstand und dem, was sie darüber lernen möchten, auf ihre bevorzugte Verwendungsart einigen. Natürlich gibt es die Cold Card schon immer in absoluter Fülle mit den erweiterten Funktionen. Haben wir uns also noch nicht jetzt so sehr mit den erweiterten Dingen befasst, aber mit der Tastatur und allem, was diese erweiterten Funktionen auch viel einfacher zu bedienen macht. Also in allem ein großer Daumen hoch. Ich liebe also das alles und ist mein Daily, ja, also auf jeden Fall besser als MK4, die Cold Card Q. Und außerdem habe ich ein Video darüber gemacht, das Sie unten in den Shownotizen für die MK4 auch sehen können. Also wenn man jetzt Kopfzerbrechen hat, wie man das Seed importieren muss und so weiter oder klonen möchte von MK4 auf und so weiter auf Q. Aber Co. und Kite habe ich großartig Sport gemacht. So, und danke nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ja, Notizen, also wenn Sie sich wie gesagt eine Callkarte bestellen möchten, dann können Sie auch bitte meinen Link hier unten in den Shownotizen auch verwenden, ja, oder natürlich, ja, also über CoinKite dann.